Hey Leute, was geht? Mein Name ist Johnny, das ist der liebe Paul. Ihr kennt uns beide und wir werden heute auf jeden Fall posen. Wir haben gerade schon auf seinem Kanal Fett gepumpt. Einmal Brust und einmal Rücken. Jawohl. Richtig geil. Es war mein letztes Training auf jeden Fall vor dem Wettkampf. Also one day. Nee, drei Tage. Sorry, Kopf kaputt. One day out vom Laden, gell? Ein Tag, also es ist mein letzter Tag, wo ich einmal eine Entladephase habe. Also Entladetraining. Komplett leicht. Na, das ist einfach das Video abchecken von lieben Paul an dieser Stelle. Und wir machen jetzt noch am Ende ein schönes Posing gemeinsam. Und danach mache ich alleine und der Paul bewertet, weil er ist ja auch Pro Bodybuilder und kann natürlich auch noch bewerten, entwerten und verwerten. So ist es. Wir verwerten gut. Und was hast denn du da an? Rock-Unterhose, ne? Ja, ich habe leider heute noch nicht die Rock-Unterhose an. Dafür Johnny. Ich habe sie falsch rum an. Aber eigentlich kann man sie auch so rumtragen, ist auch nicht schlimm. Ja. Heißt dann Agro. Ist auf jeden Fall scheiße bequem. Ist auf jeden Fall, also ist wirklich echt arschbequem, richtig cool. Und ich hatte natürlich ein wunderschönes Training und wir posen jetzt auf jeden Fall. Bist du bereit, Paul? Ich habe natürlich ein bisschen mehr Kalorien in das als Johnny. Zur Ansage soll ich Ansage machen? Kannst du auch ein bisschen zur Seite? Wir können einfach durchpausen, oder? Du kannst die Arme nach oben, so wie der Wesen machen wird. Und noch ein Stück zur Seite, oder? Geht, oder? Passt. Okay, gut, alles. Gut, dann würde ich aber sagen, Grundstellungen, alle. Von vorne. Das Ding ist, wir posen natürlich in den Spiegel, ist natürlich ein Vorteil, auf der Bühne hat man das nicht am Start. Ja. Deswegen. Weiter. Aber ja, dann sehen wir uns zumindest beide gut und stehen zumindest gerade. Okay. Ja, die Beine sind halt komplett im Schatten, aber. Ja, Popo kommt auch langsam. Yeah! Oh, das macht Spaß hier. Schon mal, Paul, siehst du mal im Spiegel schon? Ja, da kommen schon schöne Streifen. Guter Ansatz. Aber bei mir, wenn ich aber auch ein bisschen bei dir schon. Aber bei auch die Streifen kommen noch schon durch. Okay, dann machen wir wieder. Alter, was kam hier? Ja, es hat Ding bekommen. Muss man, okay, jetzt Front over Biceps. Gut, Side Chest. Oh, Alter, ich sehe riesen. Du machst rechts lieber, oder was? Ja. Alter, ich sehe riesen Unterschied in meinem Arsch. Wow. Sehr geil. Okay. Side Triceps. Gut, jetzt kommt Backcourt rein. Oder? Jawohl. Okay. Ja, synchron. Back damals, Back last break. Alter, komm gut raus mit Johnny. Echt? Ja. Danke. Gut, jetzt kommt Bauch. Nicht Schulter zuerst? Nee. Echt? Abdominals und Thighs. Okay. Und. Und dann direkt. Und. Den Schüttler musst du machen.
Yeah, buddy. Boah, schön. Ja. Also Leute, das Geile ist, ich kann Jordys Wettkampf live miterleben. Auch wenn leider keine Zuschauer am Start sind. Juicer, ich freue mich richtig, dass ich die Möglichkeit bekommen habe von der GmbF. Am Start zu sein, Backstage Johnny zu supporten, Johannes vielleicht auch zu supporten, ja. Vielleicht ein bisschen was zu filmen für euch. Also freue ich auf die Videos von Johnny, freue ich auf die Videos von mir, vom Wettkampf. Wird auf jeden Fall geil und ich freue mich einfach krass, endlich mal wieder einen Wettkampf zu erleben. Seit meinem Wettkampf 2019, ich habe keinen einzigen Wettkampf live gesehen. Weil Cojones uns von hinten zerlegt hat auf jeden Fall. Aber ich hoffe, in der Herbstsaison wird es wieder gut Wettkämpfe geben. Spätestens bei Manu bin ich ja dann sowieso am Start. Ja. Deswegen sollte das hoffentlich wieder bald möglich sein. Und ich hoffe, dass wir bei Manu vielleicht auch Zuschauer am Start haben. Ja, ja. Also ich denke, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, ist es gut möglich. Dann ist gut möglich. Ich habe sogar gehört, in England wollen die Maskenpflicht komplett abschaffen. Ja, ja. Richtig krass. Und jetzt bin ich an der Reihe mit Posen. Ja, ich schaue jetzt mit, alleine. Ich schaue es nochmal an. Und du schaust es nochmal einmal ganz kurz an. Sehr gut. Auf jeden Fall mega. Weil ich habe jetzt gerade schon so bei den seitlichen Posen gesehen, so wie mein Arsch da. Ja, ich habe ja auch immer wieder schon eine Story gesehen. Du stehst auf jeden Fall die Posen anders, als ich sie stehen würde. Deshalb will ich da jetzt auch gar nicht zu viel ausbessern. Aber ich schaue es mir einfach an, ob alles angespannt ist. Ja. Ja. Richtig gut. Aber Arsch kommt definitiv gut durch. So Leute, jetzt pose ich auf jeden Fall ganz alleine. Und der lieber Paul bewertet. Sagen wir, ich komme jetzt auf die Bühne. Nur so einen kurzen Anspiel. Ich komme jetzt auf die Bühne. Da sag mal Nummer 8 wegen Ronnie Coleman. Okay, also grundsätzlich stehen wir hinten im Line-Up bei allen, keine Ahnung, 20 Kandidaten. Und man sollte immer versuchen, unter Spannung zu sein, bis man dann aufgerufen wird. Normalerweise gibt es dann erste Callouts, zweite Callouts, dritte Callouts. Am Anfang wird wahrscheinlich erstmal nur verglichen, nicht nach speziellem Look, sondern einfach nur nach der Reihenfolge, nach der Namen. Damit soll nach meinst du, soll einfach so die ganze Zeit dastehen oder soll ich? Je nachdem, ob ihr gerade aufgelistet seid oder wie viel Platz auf der Bühne ist. Ab Nase ich mache mir seitlich, dann einfach so da stehen, ja. Und versuchen mir den Arm ganz leicht anzuspannen, oder? Ja. So, Bauch kannst du eigentlich relativ relaxen, aber halt nicht raushängen lassen. Ja, so ist eigentlich gut. Und dann kommt, bist du vorgerufen, stellst dich direkt ins Line-Up. Dann komm ich nach vorne. Ja, und machst direkt Line-Up. Soll ich beim Gehen auch vielleicht irgendwas anspannen? Nee. Nee? Kannst vielleicht kurz so ins Publikum, also es gibt leider kein Publikum, aber kannst vielleicht kurz einfach so flexen zum Spaß. Also nee, weißt du, so angespanntes Gehen, also so. Ja, das auf jeden Fall. Aber die Beine kommen noch sehr gut jetzt. Ja? Ja. Die müssen halt nur angespannt sein, wenn sie auf der Bühne sind, weil sonst sieht man es nicht. Ja, jetzt ins Line-Up. Ja. Findest du so besser? Ja, lass, es kommt. So ist krass. So oder so? So oder nach hinten? Ja. Wo ist die Drehung nach unten? Ja, genau. So. So ist top. Ja. Dann drehen. Ich finde, den hinteren Arm kannst du sogar noch ein bisschen strecken. Und etwas weiter vornehmen zum Arsch. Zum Arsch? Ja, aber also, eher. Ah, ja. Aber ich hab immer die Hand verdeckt. Ich hab immer mit dem Arsch. Ja. Jetzt streck den Unterarm noch ein bisschen durch. Ja. So? Ja. Ja. Okay, nach hinten. Ja, der Arsch ist auf jeden Fall schon gut am Start. Beinburger. Gut, gut. Ja. Drehen. Ja. Bei der Seite sieht es besser aus, wenn ich das Line-Up. Also da sieht der Arm nicht so verkrampft auf wie vorhin. Da ist gut. Ja. Schön Arsch durch. Ja. Gleich wieder ins Line-Up, genau. Erste Pose. Ja. Also Double Biceps muss man auf jeden Fall nicht mehr üben. Die sitzt definitiv. Schön direkt in die Lat-Pose versuchen, Beine angespannt zu lassen. Ist ein Schüttel lustig oder nee? Einfach immer anspannen? Kannst du nicht machen. Ja, Lat-Pose ist auch brutal. Also die Lat-Pose auf der Bühne mit dem, die Johnny gehören, genauso von hinten. Ja, gleich drehen, Side-Chest. Da war ich stehen. Ich oh ja. So? Der Einschnitt im Quad ist auch richtig gut geworden. Ich mach auch mal den Trizeps. Ja. Entweder soll ich so oder so machen? So, Alter, der kommt gut. Bereich. Ja, perfekt. Hintere Schulter ein bisschen runter, ja. Stabil. So.
Sau, ja. Trizeps. Also Posing hat Johnny definitiv drauf. Kann man nicht sagen. Trizeps auch sehr gut. Beine gut durchgespannt. Immer auf den Arsch achten, ja. Ja, nach hinten. Johnny startet übrigens in drei Klassen. Newcomer, Junioren und Männer. Also ich denke, bei Newcomer wird er definitiv abräumen. Junioren weiß man nie, wer kommt. Aber Newcomer gibt es auch viele, die gerade erst geschaut haben. Mach noch einen Schritt nach vor, also weg von mir, dann bist du mehr im Licht. Ja. Ja. Sehr gut. Das Geile bei Johnny ist, der Rücken ist richtig aussichtlich. Also da poppt nicht wie bei mir die Schulter extrem raus, sondern es ist einfach alles im Lot. Direkt zur Latpose, ja. Beine festlassen. Ja, sehr gut. Lat kommt auch gut. Da hängt der Schinken raus. Umdrehen, genau. Jetzt kannst du nur einen Schüttler machen, theoretisch. Und dann in die Bauchpose. Ja, rechtes Bein anspannen. Also immer das hintere auch, ja. Beide Beine, ja. Direkt in die Muskelmaske. Da kannst du auch immer noch mal einen Schritt vormachen. Schau, dass du immer, egal, wenn es eine Linie immer gibt. Immer weiter vorne, genau, bis die andere. Immer weiter vorne. Kann die gar nicht weiße Linie treffen. Ja. Die werden es dir eh sagen, falls du hinten bleiben sollst, dass du einen Schritt zurück machst. Aber ansonsten kann man eigentlich immer versuchen, sich vor die anderen zu positionieren, ins beste Licht am besten stellen. Natürlich, je weiter vorne man steht, desto mehr wird man auch gesehen. Genau. Aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr stabiles Paket. Wir sind in den letzten Wochen noch mal ein gutes weitergegangen. Ich habe Johnny eigentlich die ganze Zeit gesehen. Zwischendurch hatte man mal ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob Johnny auch Zweifel hatte. Ja. Ja. Aber jetzt auf jeden Fall, das Gesicht ist ready langsam. Gewicht meine ich, nicht Gesicht. Ja, ja, Gesicht auch. Achso, okay. Beides hat es gleich erhört. Das Krasse ist ja, Johnny hat nicht viel Gewicht verloren. Das ist das Ding. Aber umso besser, je mehr er hält. Er wird auf jeden Fall ein gutes Paket auf die Bühne stellen. Aber es ist auch gemerkt, dass hier in den seitlichen, also wirklich hier, Ja, vor allem seitlicher Oberschenkel, finde ich. Echt? Der ist da geteilt, der Quad. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Wettkampf. Ich denke, ihr könnt euch auch drauf freuen. Das wird sick. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier noch cool bewertet hast und mal aus der Sicht eines Pro-Bodybuilders, der auch in Amerika auf der naturalen Miss Olympia gestanden hat, neben naturalen Leuten da. Da ist nicht so alles ganz nach Regel wie in Deutschland, aber kann man auch nicht. Johnny wird auf jeden Fall nächsten Tag nochmal gut posen, wird er sicher auf Instagram zeigen. Das schaut er vorbei, er wird auch sicher vom Wettkampf was zeigen. Wir werden beide gut dabei sein. Dann gibt es Farbe direkt am heutigen Tag. Heute? Ja. Wenn das Video rauskommt, heute. Ja, stimmt, wenn das Video rauskommt, heute, dann kommt Farbe drauf. Und auf Instagram bitte den lieben Paul abchecken und natürlich auch mich. Und an dieser Stelle, meine lieben Freunde, in Bezug auf Abchecken, wir haben nochmal noch die Summer Limited Aktion. Und zwar haben wir hier viele verschiedene Produkte. Erstens, die sind limitiert. Und bei zwei Produkten bekommst du 10% Rabatt auf den Einkauf. Und wenn du über den Link in dieser Beschreibung bestellst, beziehungsweise auf Instagram bei Paul oder bei mir, je nachdem, wie du unterstützen willst, dann bekommst du ein Exclusive gratis dazu. Bis zu 30 Portionen auf jeden Fall. Bei Smacktastic, bei Strong sind es 9, bei Gold sind es 5 Portionen. Aber Goat, Leute, dann nehmen wir mal 2 Scoops. Das heißt, da sind eigentlich 10 Portionen theoretisch drin. Es ist einfach echt crazy. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Haut's rein. Euer Johnny bis zum Wettkampf. Wünscht viel Glück und lasst ein Like, Kommentar und natürlich auch Glocke aktivieren, kann abonnieren. Auch bei lieben Paul. Johnny Cock. Peace out. Paul Überlandner. Ciao.